Hallo Leute, ja, wir müssen den Rucksack leer machen, dann in unserem Buggy uns schwingen und dann müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie ins Erdreich kommen, um da zuzusehen, dass wir da etwas Quarz finden, damit wir Eisen herstellen können. Ne? Das ist jetzt gerade noch so ein Problem. Ne, Eisen, Glas herstellen, Eisen habe ich glaube gerade gesagt, das ist natürlich falsch. So, Rucksack leer machen haben wir gesagt. Solar tun wir dann mal auch raus, weil da unten scheint nicht die Sonne, denke ich mal. Das ist soweit gut. Ja, dann würde ich sagen, guck das Logo und dann gehen wir auf den Großbildschirm. Nee, das nicht. Nee, das war falsch. Escape. So, jetzt haben wir es. Und dann zum Auto. Da ist noch eine Position dran frei. Wir haben eigentlich. Wieso? Jetzt rutscht das Auto weg. Okay, wir wollen jetzt irgendwo hin. Da ist Harz. Wo fahren wir denn? Mal gucken, in irgendein Loch rein. Ist hier unten irgendwo eins? Nee. Ich brauche jetzt so ein Wurmloch oder was das auch immer sein könnte. Das würde jetzt nach sowas aussehen. Geht's da rein oder geht's da nicht rein, ist die Frage. Da geht's eigentlich rein, ne? Ja, dann. Nehmen wir das doch mal, oder? Oh oh. Das hat schon gut geklappt, ne? Aber das Reinfahren funktioniert, glaube ich, nicht so gut hier, oder? Hm. Oh, der springt aber weit weg, gell? Ich glaube, das müssen wir mal gerade hier so ein bisschen bearbeiten, damit das fest wird, oder? So kommen wir schon mal wieder rausgefahren. Ja, das würde erstmal so funktionieren, glaube ich. Dann machen wir es gerade hier noch zu. So sieht es erstmal gut aus. Und wie geht es jetzt hier weiter? So hier, ne, oder? Oh, dann ist schon zu steil. Okay. So geht's erstmal. Dann würden wir auf diese Scholle kommen. Ja, und dann sieht's schon schäbig aus, weiterzukommen, ne? Da ist irgendwas am Leuchten, aber ich glaube, hier ist der nächste Boden, den wir dann hätten, ne, oder? Ich glaube, wir brauchen Sauerstoff. Wir können aber auch gleich das Auto mitnehmen, oder? Okay. Hat nicht ganz gereicht, was wir da gebaut haben, ne? Puh. Okay, da können wir dann runterfahren schon mal. Ich wollte jetzt betreten, so. So, jetzt sind wir schon mal hier. Was ist das für ein Ding da? Irgendeine weiße Kugel, die ich nicht kenne. Ich glaube, die kann man erforschen, oder? LRD-Drache untersuchen. Weg ist er. Okay, der ist jetzt dahin gegangen.
Jetzt kann ich den da bestimmt auch noch mal untersuchen, oder? Ich habe keine Ahnung, was der mit mir vorhat, aber na, das bringt es mir nicht. Glaube ich. So, jetzt müssen wir mal gucken. Eben war doch schon hier irgendwo Material zu sehen, oder? Habe ich mich vertan? Nee, noch nicht wohl. Gehen wir da mal wieder rein und fahren mal ein Stück hier lang. Schlimmer ist, dass ich nachher nicht wieder rausfinde, ne? Falle ich runter? Nee, ne? Nee. So, da ist auf jeden Fall was weiteres. Harz ist hier. Dann ist das da hinten wahrscheinlich, sag schon, Laterit, oder? Okay, da ist ein bisschen schwierig, aber kommen gerade weiter. Ja, Laterit. Gut, Laterit haben wir und da ist das, was wir vielleicht brauchen. Warte mal, wir müssen erst wieder Luft holen. Auf zum Auto. Okay, kommen wir da hingefahren? Das ist die Frage, ne? Lass uns mal gerade hier gerade bauen, oder? Nee, das war nicht so prickelnd jetzt. Wo ist denn hier ein richtig schöner gerader Boden? Hier der, ne? Ne, auch nicht. So, jetzt mal hier gerade noch auffüllen. So, dann können wir hinfahren. So, da kommen wir weiter, kommen wir bis hier hin. Und hier müssen wir jetzt gucken, dass wir da runterkommen, ne? Einigermaßen entspannt mit der Schräge. So, oder? So, Sauerstoff, erstmal zum Auto zurück, zum Buggy. Und fahren wir das Stück erstmal vor. Sieht natürlich schon wieder gefährlich aus mit Abstürzen, ne? Kriege ich das hier so erstmal gerade gebaut? Ja. Weiter gucken. Was ist das da hinten? Ist das mein Quarz, den ich haben möchte? Ja. Hol mal gerade Luft. Haben wir. Und dann müssen wir hier mal abbauen, oder? Ist das schon das, was ich haben will? Ja. Oh, jetzt ist gar kein Licht mehr da. Das ist schlecht. Wo ist mein Auto? Oh Gott. Da oben? Da ist das Auto. Ich will es nicht betreten, ich will den Motor hier anmachen. Okay, jetzt laden wir erstmal wieder auf.
Was sehen? Also ganz im Dunkeln, da muss ich aufpassen. Ey, das sieht ja gar nicht, da sehe ich ja nichts. Gut, jetzt müssen wir auch nur schnell unser Harz holen. Ah, nee, das war falsch. Ich weiß gar nicht, wie viel Harz ich brauche. Da ist auf jeden Fall mein Harz. Hier ist keiner, da soll irgendwo noch einer sein. Da war gerade noch ein Symbol, oder? Okay, zurück. Wir haben auch kein Dingens gleich mehr. Sag schon. Okay, der lädt nicht auf. Das heißt, ich muss erst wieder anschalten. Ich habe noch keinen ganzen Harz, ne? Das Auto ist aber voll. Ich habe noch nicht ganz Harz voll. Einen habe ich jetzt voll oder zwei? Zwei habe ich. Jetzt wird es aber schon knapp mit dem Dingens hier im Material. Okay, Sauerstoff. Das heißt hoch. Atemluft holen. Kurz einmal hier die Straße verbreitern. Keine Energie. Ich habe doch gerade aufgeladen, oder? Ach nee, ich war nur mit dem Sauerstoff dran und nicht mit dem Strom. Dann machen wir das mit dem Strom natürlich auch noch. Ich muss nur dran denken, dass ich auch zurück muss, ne? Das müssten wir mit Fahren machen, ne? Warte, hier zeigt er doch gerade auch an, oder? Nein, doch nicht. Hier oben zeigt er nochmal eins an, aber das ist auch schon nicht mehr da. Okay. Jetzt nix, wir müssen Sauerstoff haben. Einmal zum Auto. Wieder runter. Unsere Rampe müssen wir mal gerade größer bauen. So, da kriege ich auf jeden Fall meinen Harz, den ich noch brauche. Jetzt ist der Akku leer. Ah, das war nicht ganz viel, dann hätte es geklappt, ne? Aber einen wollte ich noch haben. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche, aber drei ist ja ganz nett, ne? So, auf geht's. Noch einmal und hoffen, dass wir das mit dem Harz jetzt gerade noch so hinkriegen. Da oben ist aber auf jeden Fall. Reicht der? Der reicht. Gut, das heißt, jetzt fahren wir wieder hoch. Weil ich möchte nicht hier unten bleiben. So, rein da. Einfach zurückfahren. Ich glaube, ich bin von da gekommen. Ich will es hoffen. Ja, sieht gut aus. Komme ich da lang? Da brauche ich aber. Komme ich da vorbei? Natürlich nicht. Okay,
Stopp, 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 Auto, nicht fallen, nicht fallen, nicht fallen. Jetzt bin ich doch gefallen. Oh. So ein Shit aber auch. Das war jetzt nicht so prickelnd, glaube ich. Wie komme ich da wieder hin? Rampe bauen. Kein Strom? Nee. Werkzeug nicht raus. Okay. Gerade mal hier hingegangen. Die Schräge ist eigentlich gar nicht so schlecht, die hier schon ist, ne? Komme ich denn hier hoch? Da. Ist ein bisschen tricky hier, ne? Okay. So. Gucken, dass wir jetzt hier die Rampe noch ein bisschen breiter kriegen, dann kommen wir da auch hoch, oder? Gefallen tut mir das gerade nicht, wie es hier sitzt. Kriege ich den denn irgendwo mal ein bisschen gerade hin? Nicht so wirklich, ne? Ich da hochfahren kann, ich glaube nicht. Irgendwie klappt das noch nicht. Warte mal, wir müssen jetzt mal gerade hier umschalten. Ich glaube, wir machen mal hier ein bisschen hoch. Ich glaube, dann schaffe ich es vielleicht da hochzufahren, ohne runterzufallen. Einmal rein, einmal zurück. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ah, doch, das war die Kurve, die ich dann gefahren bin. Das heißt, ich muss hier lang. Ja. Und dann sind wir wieder oben. Ja, geschafft. Glücklich und zufrieden wieder an der Oberfläche. Unsere Basis steht da hinten. Alles ist gut. Jo, gut. Dann wollen wir mal gucken, wie wir das mit dem Ding ins Quarz hinkriegen, dass wir da Glas rauskriegen und dann kommen wir weiter. Dann machen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.